Bonjour Madame, bonjour Monsieur, soyez les bienvenus ici à Burghausen, le plus long château du monde. Hello and welcome to Burghausen. I welcome you to the longest castle of the world. Aquí no castello de Burghausen, el más longo del mundo. Benvenuti a Burghausen, il castello più lungo del mondo. Grüß Gott, liebe Leute, und herzlich willkommen in Burghausen. Burghausen mit der weltlängsten Burg, eine ganz interessante Stadt. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns besuchen und wir gemeinsam einen Spaziergang über die Burg oder durch die Stadt machen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir präsentieren Ihnen heute in Kooperation mit den Gästeführern Burghausen eine neue Folge aus der Serie Schätze der Geschichte. Heute sind wir auf der Burg in Burghausen. Die Burg Burghausen mit ihrem nahezu intakten mittelalterlichen Befestigungswerk ist mit einer Länge von über 1000 Metern eine der längsten Burgen der Welt. Wir werden Ihnen nun die Hauptburg vorstellen. Dies übernimmt Gästeführerin Melanie Goldbrunner und wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen in Burghausen vor der Hauptburg. Hinter mir sehen Sie den Hauptteil dieses weltlängsten Schlosses, der Burganlage der weltlängsten Burg Burghausen. Die Familien der Herzöge und Herzoginnen von Bayern-Landshut haben nicht in Landshut residiert, sondern in Burghausen in diesem massiv gesicherten Bollwerk, damit sie sicher sind vor jedem Feind und vor jeglicher Gefahr. Was gehört also zu einer klassischen Burg? Das sehen wir ganz genau. Hinter mir erhebt sich schon auf dieser Seite der zentrale Bergfried, die letzte Möglichkeit, um die gesamte Familie und alle wertvollen Schätze darin hineinzubringen und zu verteidigen, wenn es notwendig gewesen wäre. Wir gehen jetzt über nochmal einen 8 Meter tiefen Graben hinüber, eine 27 Meter lange Zugbrücke und schauen uns in diesem Vorraum, der uns dann erwartet, um. Bevor wir jetzt in die Hauptburg hineingehen können, müssen wir erst den Torzwinger durchlaufen. Für uns moderne Besucher heute ist das überhaupt kein Problem. Wir können hier einfach hineingehen und müssen nicht Angst haben, dass einer der Wachen uns zu scharf anspricht oder zu scharf kontrolliert. Ein Feind im Spätmittelalter hätte erst alle Burghöfe bis hierher durchqueren müssen, sämtliche Zugbrücken, sämtliche Wachen, sämtliche Tore überwinden. Aber wir hier heute, wir gehen über diese fest verbaute ehemalige Zugbrücke drüber. Das große Tor, das von innen geschlossen werden konnte zur Verteidigung, dieses große Eichentor, beschlagen mit Eisenplatten, steht immer offen, zu den Besuchszeiten natürlich, und wir können einfach hineingehen. Wir sind jetzt im Torzwinger, der letzten großen Verteidigungsmöglichkeit, bevor wir durch dieses ganz schmale Tor, das Elsbetentor, in die Hauptburg hineingehen können. Hier wird nochmal massiv verteidigt. Aus dem Bergfried heraus, aus den vielen verschiedenen Schießscharten, von oben auf die Schildmauer aufgesetzten Wehrgang. Und wenn das noch nicht reicht, fällt zur Sicherheit auch ein schweres, massives Fallgitter durch die Mauer auf die Fußebene nach unten herunter und jeder Angreifer ist nochmal den Arkebusiern ausgesetzt, die hinter den Schießscharten stehen. Das ist die Kapelle, in der der Hof, die Herzöge, die Herzoginnen, die Kinder der herzoglichen Familie zusammen mit dem Adel und den Angestellten hier vorne täglich zur Andacht ging. Man gedachte viel öfter an seine eigenen Vorfahren, als wir das in unserem heutigen Leben tun. Man betete aktiv für einen guten Verlauf der Gesundheit der einzelnen Familienmitglieder. Das hat sich jedoch bis heute erhalten. Für uns interessierte Besucher heute
ist vor allem das Außenerscheinungsbild dieser kleinen Kapelle besonders. In Südostbayern gibt es kaum Kirchen, die erhalten sind, an denen man das originale romanische Dekor sehen kann. Und das sehen wir hier ganz genau. Wir sehen einen romanischen Rundbogenfries über den Fenstern und den klassischen Zahnschnitt. Jetzt sind wir am südlichsten Spitz dieses langen Bergrückens. Vor uns erhebt sich das Hauptgebäude, der Palas, der Hauptburg, und wir befinden uns im äußeren Zwinger. Ein Zwinger bezeichnet immer einen abgeschlossenen Bereich zur Verteidigung einer Burganlage. Bei so ziemlich jeder mittelalterlichen Burg in Mitteleuropa finden wir eine Zwingeranlage, mal mehr, mal weniger, groß oder klein, mal mehr, mal weniger, übersichtlich oder noch mit einem Wehrgang überbaut oder nicht. Was passiert in einem Zwinger? Wir sehen hier hinter mir diese Zinnen, die heute miteinander verbunden sind. Wenn es ein Feind geschafft hätte, den steilen Berg unbeobachtet zu überwinden, dann die Mauer hochzuklettern, die Mauer also zu erobern, dann wäre er über verschiedene Stufen irgendwann hier angekommen, wäre hier runtergesprungen und wäre trotzdem hier noch lange mit Kampfhandlungen beschäftigt gewesen. Denn von hier ist es immer noch ein ganz großes Stück hinein in die Hauptburg der reichen Herzöge von Bayern-Landshut. Von hier aus, aus dieser Perspektive, kann man perfekt auf das Salzachtal blicken. Wir sehen vor uns den südlichsten Teil der Stadt Burghausen. Man kann von diesem oberen Zwinger schön den gesamten Verlauf der Salzach, wie sie sich durch dieses Massiv durchgegraben hat, sehen. Heute ist der historische Verlauf der Altstadt Burghausens erweitert. Wir sehen zwar immer noch den Straßenverlauf und den langgezogenen Teil hinter dem Spitalviertel, aber es erstreckt sich viel weiter die Bebauung nach St. Johann hinaus. Von den ehemaligen Kirchen sind aus dieser Perspektive nur zwei noch zu sehen. Wir haben St. Anna und Heilig Geist. Von hier aus sehen wir den unteren Zwinger der Burganlage. Kaum einnehmbar, von oben perfekt gesichert und weit und tief nach vorne erstreckt er sich auf diesem Hügel. Es halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass der untere Zwinger in seiner Befestigung mit Steinen aus der ehemaligen Burg Törring, des Törringers, erbaut wurde, unter Heinrich, dem Großvater des letzten reichen Herzogs von Bayern-Landshut. Wir befinden uns jetzt auf dem Zwinger an der Westseite der Hauptburg. Ganz, ganz spannend für uns. Wir können nämlich sehen, wie das Baumaterial sich aus diesem Bergrücken hoch erhebt. Ja? Hier, dieses Stück Nagelfluh, auf dem ich sitze, das ist die Basis dafür, dass hier diese Burganlage auch stabil stehen bleibt. Wir sehen hier nicht nur direkt den Nagelfluh, auf dem die Burg draufgebaut wurde, sondern wir sehen auch die großen Quadersteine aus Kalktuff und natürlich, wie es sich über die ganze Burganlage zieht, immer wieder Ausbesserungen mit Ziegel, die über die Jahrhunderte erfolgt sind. Jetzt befinden wir uns im schattigen Innenhof der Hauptburg. Das hier ist der Lebensbereich der Herzöge und Herzoginnen von Bayern-Landshut mit ihren Familien. Umfangen und stark beschützt von Mauern auf allen Seiten. Für uns heute natürlich sehr angenehm, wenn wir hier ein kleines Stück Schatten erfahren können auf unserer langen Reise über die weltlängste Burg. Wir sehen in diesem vorderen Teil der Hauptburg viele einzelne Gebäudeteile zusammengebaut, ja? Weil nicht wie in einem Schloss oder in einem Burg, die mehr Fläche in die Breite hat, haben wir alles kompakt zusammen, sondern hier musste man, um auf die topografische Situation dieses Hügels eingehen zu können, einige Bauteile in die Länge ziehen. Das bedeutet, wenn Herzog und Herzogin zum Beispiel eine Faschingsfeier veranstaltet hatten,
in ihrem großen, warmen, von Tageslicht durchfluteten Saal an der Ostseite der Dönitz, hier auf dieser Seite, ja, hinter dieser ganzen langen Mauer versteckt sich diese Dönitz, dann mussten sie tatsächlich, wie ein normal geborener Mensch auch, zu Fuß von hinten dem Palastgebäude bis hier nach vorne gehen und dann hier diese Außentreppe nach innen nehmen. Hans Ebran zu Wildenberg, der herzogliche Hofmeister von Georg und Hedwig, ließ bei den Umbaumaßnahmen dieses Hauptgebäudes der Hauptburg in diese Torwand auf der westlichen Seite ein kleines Schätzchen einbauen, was wir heute gar nicht so erwarten. Heute ist es eine Kopie, eine ursprüngliche römische Grabplatte, ja, bevor wir in dieses Gebäude hineingehen. Warum hat er das gemacht? Dieses eingebaute Dekorationsobjekt, was ja ursprünglich eine Grabplatte für einen römischen Decurio, Lucius Bilicius, ist, ja, zeigt uns genau an dieser Stelle, dass dieser Hofmeister Hans Ebran zu Wildenberg vielleicht auch dafür sorgen wollte, dass jeder Besucher, der hier hineingeht, um den Herzog und die Herzogin zu besuchen, sieht, dass er moderne, in Anführungszeichen, Menschen mit einem offenen Kopf besucht. Hier befinden wir uns jetzt vor dem tatsächlichen Familienwohnbereich auf der Burganlage Burghausen. Hinter mir erhebt sich das massive Gebäude der Palas. Palas, herrschaftlicher, kaiserlicher Wohnsitz, zurück aus dem lateinischen Wort Palatium. Ja? Und dieses Palas-Gebäude finden Sie auf jeder Burg, die Sie besuchen. Ganz typisch für das europäische Mittelalter. Wir sehen ein Gebäude, das auf mehrere Ebenen unterteilt ist. Wir haben hier unten hinter diesem vergitterten Tor einen Raum, einen großen Raum, knapp 160 Quadratmeter mit Fensterglas zu allen Seiten, geht aber 5 Stufen weiter hinunter. Sehr praktisch, wenn Sie diesen Raum mal umbenutzen müssen, wenn Sie ihn umwidmen müssen, weil Sie als Herzog hier vielleicht eine andere Funktion benötigen. So zum Beispiel Heinrich der Reiche, der hier seinen Onkel Ludwig den Bärtigen für einige Jahre gefangen hielt. Er hat seinen Onkel auch wieder freigelassen, es ging nur darum, ihn ein bisschen einzuschüchtern. Im ersten Stock darüber finden Sie dann durch diese Freitreppe, die man im Mitte des 16. Jahrhunderts angebaut hat, tatsächlich die Wohn- und auch Arbeitsräume der herzoglichen Stube. Auch umgebaut von Ulrich Pesnitzer, der diesen Gesamtumbau der Burganlage Burghausen in den 1490er Jahren vollzogen hat. Schön ist auch noch, dass wir direkt darüber anschließend die Räumlichkeiten der Herzoginnen sehen. Herzogin Hedwig, die letzte Herzogin, wohnte mit ihrer Familie direkt im Stockwerk darüber. Der gesamte Anbau auf der Westseite wurde dann auch unter dem Umbau unter Herrn Pesnitzer zusammengeschlossen und verändert. Innen drin die Raumfluchten, die Zimmeranordnungen sind teilweise noch original erhalten, teilweise aber nicht mehr. Ja? Und man sieht es auch schön am Fassadenverlauf, dass so manche Bogeneinfassungen von Fenstern ursprünglich anders verlaufen sind. Und man sieht es ganz schön an den Bogeneinfassungen, so mancher Fensterverlauf war ursprünglich anders angeordnet. Was wäre eine Burg und vor allem die Burg der reichen Herzöge von Bayern-Landshut ohne Schatzkammer? Dieses Gebäude, auch zusammengeschlossen mit dem Palas über den Fassadenverlauf, ist die Schatzkammer, die Hauptschatzkammer der Herzöge von Bayern-Landshut, 1484 fertiggestellt nach der Umbauphase. Leider, leider haben wir heute keinen Schatz mehr darin, aber für unsere jüngeren Besucher kann man sich immerhin das Bild eines Schatzes vorstellen. Wir sind am Ende unserer Reise über die längste Burg der Welt angekommen. 1051 Meter lang, eine lange Geschichte von Familie, von Verteidigung, von Konflikten, aber auch von Zusammengehörigkeit findet hier ihr Finale. Und genau hier, am Eingang zur Familienkapelle St. Elisabeth, hier sehen wir nochmal schön miteinander verbunden, wie stark die Stadt Burghausen, die Stadt, die sich vor der Ausarbeitung dieser Burganlage hier bereits befunden hat, aber auch die Herzöge von Bayern-Landshut mit dieser Burg hier miteinander in Verbindung sind.
Wir haben hier am Türgriff schön miteinander zu sehen die Stadt Burghausen mit ihrem Wappen und dann die Wappen auf der einen Seite der Wittelsbacher, auf der anderen Seite die Jagiellonen, also das Wappen der Familie von Herzogin Hedwig. Denn diese Stadt und auch die Burg, so wie sie heute miteinander zusammengehören, sind ohne einander nicht zu denken. In der frühen Zeit nicht, als der Salzhandel hier im ganzen Gebiet eine Wohlstandssituation für die Bevölkerung geschaffen hat, als auch im Spätmittelalter, als die Herzöge hier die Burg ausbauen ließen, mit dem Ziel, Schutz für das gesamte östliche Gebiet im Heiligen Römischen Reich auf dieser Ebene verbringen zu können. Und dann aber auch sogar heute, ja, wo die Stadt davon profitiert, dass die Menschen die Burg besuchen möchten, aber die Burg auch davon profitiert, dass die Stadt mit so offenen Armen für sie sorgt. Eine unglaublich spannende Geschichte. Vielen Dank an Melanie Goldbrunner von den Gästeführern Burghausen. Sollten Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, nun ebenfalls Interesse an einer solch exklusiven Führung haben, dann wenden Sie sich an die Burghauser Touristik GmbH oder an den Burghauser Gästeführerverein. Ihre Nicola Koska.